Recht herzlich willkommen zur 187. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir hier hinten irgendwo, wo war das, nach, hier war das nicht, das war hier, nach defekten Straßen noch gesucht gehabt, da haben wir hier irgendwo eine gefunden. Und ja, da müssen wir mal weiter schauen, was wir da noch machen können. Ich glaube, das sehen wir so am besten hier. Ob es da irgendwo noch was gibt, was wir machen sollten. Vielleicht hier noch eine Straße rundherum, dann ist das auch mal mit dem Bus vielleicht besser zu erreichen irgendwann, ne? Das ist eine vierspurige Straße und da ist es auch so eine Sechsspur, ich glaube sogar, ne? Jetzt müsste man mal gucken, dass man freie Straßen. So. Im Endeffekt so. Und jetzt geht die da so komisch drauf. Das gefällt mir ja wieder gar nicht, ne? Steuerung Z ging nicht, ne? Oder war das, ne? Das heißt, das letzte Stück weg und das auch weg. Erst die Kurve gebaut und dann die Straße, oder? Beziehungsweise, die hat hier einen Mittelstreifen, ne? Das ist der Unterschied schon alleine. Wieso wollen die jetzt nicht? Ach so, die ist vierspurig. Diese ist das, ne? Deswegen will die da wahrscheinlich auch gar nicht geschwungen hin, oder? Komm mal weg, 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 weg. Ne, dann ist es ja so, dass man sagt, gut, wir müssen eine Kreuzung machen. Ja. Nee, jetzt geht's gar nicht mehr, ne? Das bedeutet, das muss weg. So sieht's aus. Das Stück weg. Das wieder an. Das auch an. Und das... Wieso schwingt der jetzt die Straße nicht? Ah, jetzt schwingt er so. Aber wie? Das ist ja schon wieder so eine Sache, ne? So, jetzt sieht es doch einigermaßen aus, oder? So, da haben wir die beiden auch verbunden. Das erscheint mir als wichtig da oben. Hier haben wir noch ein Solarkraftwerk. Wir müssten eigentlich jetzt erstmal kurz gucken, wie der Verkehr hier fließt, ne? Damit wir das hinkriegen. Staus. Hier, da sieht man schon wieder schlechter Verkehr hier überall. Diese Route ist jetzt hier die einzige, die da hinten hinführt. Jetzt sollte man hier noch was rüberbauen. Das ist ja auch so eine, ne? Und jetzt müssen wir hoch. Den Verkehr machen wir aus, das müssen wir anders gestalten. Kriegen wir das hier irgendwie so hin mit der Brücke? Ich glaube nicht, ne? Sieht nicht gut aus. Da wird's gehen, aber da komme ich dann da nicht mehr hin. Dann würde ich sagen, muss das hier ein bisschen umgestaltet werden, ne? Dann müssen wir da wohl Felder wegnehmen und dass da eine Kreuzung hin passt. Das ist eine mit den Bäumen, das haben wir ja schon. Hm.
Da ist es doch so. Und da muss es dann wieder runtergehen. Und dann müsste sich die Straße hier verjüngen, damit das klappt wahrscheinlich, oder? Ach, da ist gar keine. Die ist hier vorne schon gewesen. Das heißt, die muss dahin. Kriegen wir denn da eine schmalere Straße noch angebaut? Ja, das wird gehen. So, jetzt können die da lang fahren. Irgendwann muss man nur überlegen, dass man die vielleicht ausbaut. Bis da hinten hin, ne? Mal gucken, wann die angenommen wird. Und ob die angenommen wird, ist die nächste Frage, ne? Staumäßig ist ja deine Mitte ziemlich schlimm. Na, hier natürlich auch, ne? Hier diese kleine Straße da, die ist ja echt krass. Da haben wir ja schon mal hier die Unterführung gebaut, aber die wird irgendwie auch nicht so richtig angenommen, ne? Wenn wir jetzt hier nur eine rüberziehen. Vielleicht wird es dann entlastet, weiß ich nicht. Agrarviertel ist das, ne? Ich glaube, das hier ist eine Einbahnstraße, genau. Und das da auch? Ne, das ist gar keine Einbahnstraße. Und hier ist das ganz hohe Verkehrsaufkommen. Ja, da, obwohl, da ist gerade einer rausgefahren. Das heißt, da ist schon mal jemand gefahren, ne? Ja, da biegen jetzt auch welche ab. Man hier eine Unterführung bauen musste, ist auch die Frage, ne? Naja, das haben wir damals gemacht. Verkehrsfluss 74% könnte also definitiv besser sein. Ja. Die Autobahnen sind eher voll wahrscheinlich dann, ne? Aber die beeinflussen doch, das ist unsere, die haben wir, glaube ich, gebaut, oder? Kann das sein? Ich glaube ja, diese hier, die haben wir nicht gebaut. Da wo hier Ab- und Zufluss extrem ist, ne? Vielleicht sollte man hier noch eine Auf- und Abfahrt machen. Dass man die da reinbaut. Muss man nur gucken, dass man das hinkriegt, ne? Ist hier wahrscheinlich auch schwieriger. Machen wir das weg. Nein, das passt nicht. Das geht auch nicht, das geht auch nicht. Das würde gehen. Möchten die bestimmt auch nicht haben. Ja, aber wenn man sowas machen will, dann muss man natürlich auch mal so ein Haus abreißen oder so, ne? Das ist dann halt so. Kriegen wir dann die Straße draufgebaut? Nicht wirklich, ne? Hier wird's gehen. Da würden wir das Industriegebiet ein Stück abreißen. Ist halt so. Ja, das finde ich nicht gut, das ist schon klar. Aber wir müssen gucken, dass wir da die Leute auf der Straße kriegen. Hier gestaltet sich das sehr schwierig, das dahin zu kriegen. Nee, das geht gar nicht.
Also hier wird auf jeden Fall was genutzt, das sieht man schon mal. Da kommen auch welche runter, die da reinfahren. Hier müsste man mal eine Abfahrt irgendwo machen, ne? Damit das Sinn ergibt. Hier haben wir ja da eine Abfahrt. Vielleicht müssten wir hier mal noch eine machen, ne? Da eine Auffahrt. Da eine Abfahrt, ne? Gut. Das hat funktioniert. Hier ist es schwierig, was hinzumachen. Hier wird schon eher gehen, ne? Weiß nicht, ob die da hochkommen, die Autos, aber er hat sie gebaut, ne? Dann müsste es ja auch gehen, oder? Da geht nichts wegen dem Dingens. Interessanterweise würde es so funktionieren. Nee. Nee, macht er auch nicht, aber da kommen wir leider nicht drauf. Das Einzige, wo es gehen würde, wäre vielleicht hier um die Dingens rum, aber nee, da macht er uns auch schon das Meckern. Das würde bedeuten, diese Straße noch mal wegnehmen. Die noch ein bisschen anders gestalten, oder? Das weg. Das auch weg. Lass die da mal wegfahren und dann geht das schon. Und das auch noch mal weg. So, jetzt müssen wir hier erst eine zweispurige reinmachen. Ja, komm, machen wir so. So, ne? Und dann die Autobahn da anbinden. Und die andere von hier runter. Und da dran. So wird's gehen. Jetzt haben wir da eine Auf- und Abfahrt. Ja, der erste ist schon gefahren. Jetzt wird die Belastung dann da auch besser werden, vielleicht. Oder hier natürlich auch mehr, könnte sein, aber es ist eine relativ große Straße, sollte funktionieren. Gut, haben wir das auch ein bisschen korrigiert. Hier ist natürlich viel los in dem Kleeblatt. Da geht's rauf und runter. Hier geht's über die große Brücke nach hier drüben. Hier sieht's ja äußerst schlecht aus. Vor allem, weil die hier wenden. Die kommen von da und fahren da wieder drauf. Was soll der Kappes denn? Hier ist am coolsten, ne? Da fahren aber nicht welche durch. Nein, die fahren alle zum Dingen, zum Hafen hin. Ah, das sind wahrscheinlich die leeren LKWs, die von hier kommen, fahren darauf, drehen und fahren wieder zurück. Alles klar. Dann würde das bedeuten, dass man denen hier vielleicht eine Spur anbietet, die darüber geht, ne? Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen.
Also das sieht schon mal schlecht aus. Das würde bis dahin super aussehen. Das würde wohl gehen. Und das würde auch gehen. Mal gucken, ob sie jetzt hier rüberfahren. Ja, wir müssen ja merken, dass hier eine Brücke ist, ne, oder? Da fährt aber noch keiner drauf. Kommen ganz viele LKWs. Ah, der ist der erste jetzt. Der da abbiegt. Okay. Sollen wir mal verfolgen? Da sehe ich immer noch welche, die hier lang fahren. Okay, kann ja auch sein, wenn die hier weiter wollen, ne? Dann bleibt das ja so. Jetzt nehmen wir den mal. Verfolgen den mal. Der fährt natürlich geradeaus, ist klar. Ja, der. Und der könnte da schon eher lang fahren. Fährt da runter. Und dreht da auch. Warum ist der jetzt nicht da lang gefahren? Das verstehst du dann nicht, ne? Das verstehst du nicht, weil hier ist doch jetzt eine Abfahrt oder Auffahrt. Hier kommt ein Zug an. Noch einer und da kommt auch ein Schiff an. Wir hatten das geladen. 100% Ware kommt rein. Das ist schon mal cool. Wie viel geht weg? Nix. Das ist schlecht. Importverein hier. Kein Export. Warum drehen die noch da um? Ist schon komisch. Nehmen den langen Weg in Kauf. Ab und zu fährt ja einer da lang. Aber auch nur ab und zu. Sehr eigenartig. So, lass mal gerade gucken, wie weit unsere Einnahmen hier sind. Gar keine. Sehr komisch. Irgendwie müssten wir dort auch was einnehmen, oder? Gewerbegebiete, na, Verkehr, okay. Aber hier diese Zahl, die irritiert mich jetzt, weil wir haben doch gerade nicht nur einen Hafen aufgemacht, um dass wir da nichts verdienen. Aber das liegt daran, weil wir nichts rausbringen. Ankommende Ware. Okay, das müssen wir uns dann definitiv nochmal in der nächsten Folge angucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.